Da sind Sie ja wieder. In diesem Video zeige ich Ihnen etwas besonders Tolles. Wir werden uns nämlich ansehen, wie Sie Ihre eigenen, ganz persönlichen Ansichten erstellen können. Legen wir direkt los. Stellen wir uns einfach mal vor, Sie seien der Projektleiter für Krankenhauserweiterungen und möchten alle Dokumente zu Ihrem Projekt angezeigt bekommen. Da unser System auf Metadata basiert, wissen wir zum Glück, dass diese spezifischen Informationen Teil aller entsprechenden Dokumente ist. Durch die Verwendung von Metadata zum Filtern können Sie all diese Informationen in einer Ansicht zusammenfassen. Dazu müssen Sie zunächst entscheiden, was genau in der Ansicht angezeigt werden soll, und ihr dann einen entsprechenden Namen geben. Dieser Name erscheint dann im Listenbereich und beispielsweise auch auf der angepinnten Registerkarte. Er dient aber nicht als Filter. Anschließend gilt es, den Filter zu definieren. Wenn Sie die Suchoptionen schon einmal genutzt haben, wird Ihnen das bekannt vorkommen. Mit Hilfe eines Filters legen Sie fest, welche Metadata-Conditions für die Ansicht gefilterten Objekte erfüllen müssen. Sehen wir uns einmal an, was Sie entworfen haben. Das sieht doch nach einer schönen Dokumentenliste aus. Um sicherzustellen, dass Ihr Filter wie geplant verwendet wurde, können die zum Filtern verwendeten Metadata zu Spalten hinzugefügt werden. Insbesondere bei komplexeren Ansichten kann ich auf diese Weise überprüfen, ob M-Files und ich dieselbe Sprache in Bezug auf Metadata sprechen. Jetzt können wir Gruppierungsebenen hinzufügen. Normalerweise und außerhalb vom M-Files würden Sie diese vermutlich einfach als Unterordner bezeichnen. Mit Hilfe von Gruppierungsebenen können Sie festlegen, wie sich die Objekte innerhalb der Ansicht anordnen sollen. Als Projektmanager wäre es für Sie vermutlich von Vorteil, wenn Sie beispielsweise sämtliche Berichte und Memos in individuellen Gruppierungen sehen könnten. Das können wir wieder über Metadata ermöglichen. Und da haben wir es schon. Sie können beliebig viele Gruppierungsebenen hinzufügen. Alles, was Sie dazu brauchen, sind die Metadata. Das Erstellen mehrerer Gruppierungsebenen innerhalb einer Ansicht führt häufig zu zeitaufwendigem Hin- und Herklicken. Um das zu umgehen, können Sie Spalteneinstellungen nutzen, die Ihnen einen detaillierten Überblick über den Inhalt einer Ansicht geben und die Informationen entsprechend der Spalteneinstellungen ordnen. So können Sie Ihre Informationen schneller einsehen und verwalten als durch das Vor- und Zurücknavigieren in Ordnerstrukturen. Jetzt haben Sie also Ihre ganz persönliche Ansicht. Ist das nicht super? Ansichten sind dynamisch. Das heißt, dass M-Files jedes Mal, wenn Sie eine Ansicht per Doppelklick öffnen, überprüft, welche Objekte zum aktuellen Zeitpunkt zu dieser Ansicht gehören. Wenn jemand also ein Dokument speichert, das den Metadata-Kriterien Ihrer Ansicht entspricht, erscheint das Dokument automatisch und ohne Zutun Ihrerseits in der Ansicht. Wie Sie sehen, ist es also entscheidender, um was für eine Information es sich handelt, als wo diese Information gespeichert ist. Ein praktisches Beispiel könnte folgendermaßen aussehen. Was möchte ich? Etwas zu essen. Und von wo? Ist mir egal. Wir sehen uns im nächsten Video.